Es tut mir leid. Meine Kunden wünschen absolute Diskretion. Ich kann Ihnen die persönlichen Daten nicht rausgeben. Frau Lugner, Ihre Mitarbeiterin Frau Küppert ist in 2 Todesfälle verwickelt. Vielleicht sind sogar noch mehr. Ina ist meine meistgebuchte Begleitung. Es gab noch nie Beschwerden. Keine einzige. Gut, und deswegen würden wir uns ganz gerne selbst davon ein Bild machen. Haben Sie denn einen Durchsuchungsbeschluss? Es geht wohl nicht anders. Gut, dann kommen wir in 2 Stunden wieder mit einem Durchsuchungsbeschluss. Aber ich gebe Ihnen einen guten Rat. Sperren Sie Ihre Agentur gleich selbst zu. Denn die ganzen Presseheinis, die gleich hier aufschlagen werden, die sind nur ganz schwer unter Kontrolle zu bekommen. Mhm. Ist doch eine Top-Schlagzeile. Mörderischer Escort-Service. Tod auf Bestellung. Hm, hört sich gut an. Na gut. Ich mail Ihnen die Liste in 1 Stunde zu. War doch gar nicht so schwer. Wiedersehen. Also, laut Schufa-Auskunft hat Ina Küppert 17.000 Euro Schulden und zahlt einen Kredit ab. Die monatlichen Raten sind ziemlich hoch. Und bei dir? Naja, die Leute sind entweder nicht zu erreichen oder nicht besonders auskunftsfreudig. Ja, ist doch klar. Die Ehefrauen sollen nicht rauskriegen, dass ihr Mann sich ein Escort-Mädchen bestellt hat. So sieht's aus. Ein Dennis Egger ist hier, sagt er, soll sie im K11 melden. Ja, ist richtig. Bringst du ihn rein? Kommen Sie. Guten Tag. 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 Irgendjemand hat mir auf die Mailbox gesprochen, dass ich herkommen soll. Ja, das war ich. Ritter mein Name. Mein Kollege Nasemann. Nehmen Sie bitte Platz. Okay. Ist denn irgendwas passiert? Ja. Wir ermitteln einen Mordfall und hätten ein paar Fragen an Sie. Mordfall? Und wer ist ermordet worden? Darüber dürfen wir leider keine Auskunft geben. Sagt Ihnen der Name Ina Küppert etwas? Das deute ich jetzt mal als ja. Ja. Die habe ich letzten Freitag in einer Agentur als Begleitung gebucht. War aber ein Fehler. Wieso? Ja. Ich habe dann die Nacht mit ihr verbracht. Und am nächsten Morgen hatte ich ziemlich unangenehme Post im Briefkasten. Unangenehme Post? Ja, ein Erpresserschreiben. Ich soll 15.000 Euro besorgen. Ansonsten wird meine Frau von dem Seitensprung erfahren. Und dazu lagen noch ein paar Bilder von Ina und mir in dem Umschlag. Wo sind die Bilder jetzt? Die habe ich bei mir im Büro. Brauchen Sie die? Naja, das wäre ganz gut, wenn Sie uns die vorbeibringen können. Warum haben Sie keine Anzeige erstattet? Ich habe drüber nachgedacht, aber die Frist läuft erst übermorgen ab. Okay, und was sollen Sie mit dem Geld tun? Das weiß ich noch nicht. Soll dann noch weitere Instruktionen bekommen. Wenn Sie irgendwas Neues erfahren, dann müssen Sie sich sofort bei uns melden, okay? Mach ich. Also mit irgendjemandem muss ich doch zusammengearbeitet haben. Wer sonst hätte die Fotos geschossen? Ich hoffe nur, sie hat sich nicht abgesetzt. Sonst kann man ja ewig auf sie warten. Och, Alex. Deine Freundin meldet sich schon, wenn das Baby kommt. Bis jetzt hat sie sich nicht gemeldet, also ist alles in Ordnung. Ja, hast ja recht. Es waren ja auch nur Übungswehen. Und ihren Termin hat Anja auch erst in 5 Tagen. Was sind denn Übungswehen? Ja, das erkläre ich dir dann, wenn es soweit ist. Ja, da fehlt leider die Zeit für die passende Frau. Was denn eigentlich mit der einen? Du weißt schon, die... Alexa ist hier. Frau Küppert, wir haben schon den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Hatten Sie geschäftliche Termine? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Naja, Erpressung, eventuell Mord, ich glaube, das geht uns schon was an. Was? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Was soll denn das alles? Kommen Sie, tun Sie doch nicht so. Es gibt da den Verdacht, dass Sie Ihre Kunden nach den Treffen erpresst haben, mit bekannten Fotos. Wollten Sie vielleicht so Ihre Schulden bezahlen? Ach Quatsch, das sind doch alles haltlose Unterstellungen. Ach ja. Innerhalb kürzester Zeit sterben 2 Ihrer Kunden. Und beide haben Sie als Letzte lebend gesehen. Wieso denn 2? Carsten Schubert ist letzte Nacht ermordet worden. Was? Aber ich habe nichts damit zu tun. Carsten hat noch gelebt, als ich ihn gestern gesehen habe. Ich denke, wir sollten das Gespräch auf dem Kommissariat weiterführen. Kommt wieso mit. Denn? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Den
sollte ich denn meine eigenen Kunden umbringen? Vielleicht wollten die ihre Geldforderung nicht erfüllen oder sie sogar anzeigen. Gut, ja, ich habe finanzielle Probleme, so wie tausend andere Menschen auf dieser Welt auch. Deswegen arbeite ich auch für diesen Escort-Service, weil man dort sehr schnell viel Geld verdienen kann. Vielleicht nicht schnell genug und sie wollten noch mehr Geld. Das stimmt nicht. Wie kommen Sie denn überhaupt darauf? Hat mich vielleicht einer meiner Kunden angezeigt oder was? Nö, weil sie vorher ermordet haben. Frau Küppert, Sie waren auf jeden Fall im Tatzeitraum am Tatort. Ja, aber ich habe nichts damit zu tun. Ja? Und wer hat die hier gemacht, diese Bilder? Mit wem arbeiten Sie zusammen? Mit niemandem. Keine Ahnung, wer die gemacht hat. Maybe it's another chance to mark myself again. Maybe it's another chance. Und jetzt? Wir müssen Ina Küppert weiterhin im Auge behalten. Die Beweise sprechen zwar gegen sie, aber es wird nicht vor Gericht standhalten. Hey Leute, ihr könnt mir gratulieren. Letzte Nacht bin ich Patentante geworden. Wollt ihr mal ein Foto sehen? Nee, die sehen immer so schrumpelig aus. Junge oder Mädchen? Spinner. Junge. Hier, guck mal. Oh, süß, oder? Oh. Hä? Ja. Rietzke 11? Herr Egger, was ist denn los? Der Presse hat sich gemeldet. Ich habe vorhin per Post ein neues Schreiben bekommen. Ja, und? Ich soll heute Abend um 8:30 das Geld in einem Zeitungskasten bei mir um die Ecke deponieren. Und wenn ich die Polizei einschalte, dann will sie alles meiner Frau stecken und abbrechen. So, Herr Egger, wir machen alles wie besprochen. Sie legen den Umschlag in den Kasten, gehen ganz ruhig weiter und wir sind die ganze Zeit in der Nähe, ja? Alles klar. Die Agenturchefin. Leute, das ist unsere Zielperson. Schnappt sie euch. Stehen bleiben. Ganz ruhig, Frau Lugner. Was wollen Sie denn von mir? Zuerst einmal den Umschlag. Warum das alles? Nur wegen des Geldes? Ihre Agentur läuft doch gut. Es war alles so einfach. Keiner wollte eine öffentliche Schlammschacht oder Stress mit der Ehefrau, aber dann... Ich wollte ihn noch nicht verletzen, aber... Was wollen Sie von mir? Hallo, was geht's noch? Ich habe hier pikantes Beweismaterial, was Sie Ihr Saubermann-Image als Stadtratsanwärter kosten könnte. Was soll das? Entweder Sie zahlen eine ordentliche Summe, oder aber die Öffentlichkeit wird erfahren, dass Sie es mit Escort-Mädchen treiben. Das können Sie komplett vergessen. Wer sind Sie eigentlich? Ich stelle hier die Regeln auf. Und Sie überweisen jetzt sofort 30.000 Euro auf ein Konto, das ich Ihnen jetzt nennen werde. Unfall. Sie müssen mir glauben. Ich wollte ihn doch nicht töten. Frau Lugner, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Erpressung und Ermordung an Jan Gruber und Carsten Schubert. Nein! Mit dem Tod von Herrn Gruber habe ich nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Bitte! Was denkst du? Vielleicht hatte der Gruber ja wirklich nur einen Herzinfarkt. Das wäre mal ein großer Zufall. Aber Zufälle soll es geben.